Hannover, es ging blitzschnell. Am 3. Februar donnerten drei Gangster mit einem geklauten Mazda SUV in seine Eingangstür in der Kröpke-Passage, räumten in 2 Minuten die Auslagen leer. Die Beute? Schmuck im 6-stelligen Bereich. Jetzt schlägt Juwelier Lutz Huth, 77, zurück. Der Inhaber geht selbst auf Gangsterjagd. Huth zu Bild. Ich zahle 50.000 Euro für die Wiederbeschaffung meines Schmucks und 10.000 Euro Belohnung für Hinweise zur Ergreifung der Täter. Der stadtbekannte Juwelier beauftragte Privatdetektive, die in Polen die Schmuckdiebe fassen sollen. Es gilt als sicher, dass die Täter aus Polen kamen, begründet er. So sei auf den Videoaufnahmen aus dem Geschäft zu hören, wie sich die Gauner auf Polnisch unterhielten. Für den Juwelier nicht der erste Überfall. Im Februar 2016 lauerten 4 Gangster des serbischen Verbrechersyndikats, Pink Panther seiner Angestellten, damals 73, vor deren Haustür in Badenstedt auf. Sie entführten die Seniorin in einem geklauten VW-Bus, erpressten mit Gewaltandrohung Zugangscode und Schlüssel zum Geschäft. Trotzdem wurde der stille Alarm ausgelöst. Als Beamte anrückten, feuerte ein Gauner mit einer im Laden entdeckten Gasrevolver auf einen Polizisten. Seine Komplizen im Wagen entkamen. Das Landgericht verknackte Velko M., damals 33, im August 2016 zu 10 Jahren Knast. Just tell me if I'm fine.